Halli, hallo, meine Lieben. The Witch is in the House. Das bin ich. Und das bist du. Herzlich willkommen. Also, wir schauen heute uns das an, was er denn versteht. Denn er hat irgendein Zeichen von dir bekommen. Ja? So soll die Regung heißen. Das kam mir in den Flow, ja, während ich in so einer Art Trance war, wie so oft. Und genau solch ein Thema kam rein. Like diese Legung jetzt schon mal. Vielen Dank. Ihr seid die Besten, Wunderschönsten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück in der Liebe und ganz viel Erfolg in eurem beruflichen Leben. Heute bin ich ja so spendabel. Ja, was irgendwelche Wünsche angeht. Na gut, denn alles kehrt zurück, mindestens dreifach, ja? Okay, um wen geht es heute? Wen hast du da mitgebracht? Einen Kutscher, einen Kutscher. Wie heißt der Typ, dieser Kutscher oder Katscher? Wie sagt man dazu? Nein, okay, gut. Wenn es hier um dich geht, ein feuriger Mann, ein Zielstrebiger, einer, der ganz schöne Energien heute ausstrahlt. Gute Energien, was heißt das denn genau, bitteschön? Er hat hier lange gewartet. Und nun irgendwas ist hier in Erfüllung gegangen. Was ist das? Was könnte das denn sein? Meine lieben Karten. Einfach Glück. Glücklich sein. Ja, hier geht es um Bliss und Happiness. Happiness is not loneliness. Ja. Happiness not loneliness. Schauen wir mal. Fast die gleichen Energien, ja, so diese Körpersprache, du siehst es schon, etwas genießen und das ist eben glücklich sein und erfüllt sein. Also ich vermute, es geht ihm ganz gut und er strahlt gute Vibes aus. Also mit diesem Typen kannst du zu tun haben, er ist kein Parasit, zumindest jetzt. Ja, ich weiß nicht, wie es dann nach einer Stunde aussieht, aber jetzt ist er gar nicht so schlecht, kannst nehmen, okay? Ich wollte sagen, bekomme ich dann 20%. Spaß, Spaß, Spaß. Ich weiß nicht, wovon. Wovon? Vielleicht seid ihr kreativ. Schreibt einfach in die Kommentare. Ah, naja, heutzutage ist man ohne Humor, ohne ein bisschen Sarkasmus wirklich verloren. Das sagt ihr mir auch oft, ja, dass es gut sei, dass ich hier blödle. Ich verstehe das selbst auch. Manchmal denke ich, es ist ein normaler Zustand von mir, ja, weil ansonsten, wenn man alles betrachtet, was da draußen so geschieht, denkt man sich, okay, ja, gut, dass man da noch so gut dissoziieren kann. Na gut, jetzt mal wieder zurück zu der Legung. Ich möchte jetzt mal ein bisschen ernster bleiben. So, mein Lieber, erzähl mal, welche Zeichen hattest du denn empfangen? Hast du überhaupt welche empfangen oder war das nur noch mein Hirngespinst? Bin ich schon zu sehr eine Witch? Abgewitchte Witch. Nee, doch, doch. Also, hier kommt Universe. Ja, das ist wie die Welt und das ist es schon. Das ist schon die Antwort. Doch. Zeichen bekommt er von überall. Also diese Karte steht noch für Internet. Ja. Und wie so oft sendet uns oft unser Handy irgendwelche Hinweise, irgendwelche Zeichen. Manche sind gefaked, weil das, was dahinter läuft, ja, diese ganzen Programme, die sind auch nicht dumm. Die wissen, auf was wir stehen, was man uns servieren kann. Aber manche Zeichen sind tatsächlich Zeichen. Ja, so und plötzlich kommt irgendein Video aus dem Nichts, aus dem Äther, als Vorschlag. Irgendwas kommt rein oder du hörst irgendein Lied und siehst irgendein Video, siehst irgendwas, ja.
Und das kann es schon sein, aber bitte nicht zu schizo werden, okay? Denn das ist ganz schön gefährlich. Das könnte auch dann zu viel von den ganzen Zeichen bedeuten und vieles ist wahrscheinlich gar nicht so, wie man es sich zusammengereimt hat. Aber gut, dann, wir wollen nur die Quintessenz sehen. Kann sein, dass er da viel zu viel Zeug reinbekommt. Ob er filtern kann, das weiß ich nicht. Aber wenn ich das schon anspreche, denke ich nicht so, ne, dass er da nicht so filtern kann. Wie reagiert er darauf? Erfüllung. Ja, schon wieder diese Erfüllung. Wenn er an dich denkt. Scheint ja wirklich so eine Herrscherin. Ja, hier ist eine Herrscherin. So die Welt für ihn zu sein. Ja, weil hier die Welt kam und schau mal, sie ist mit der ganzen Welt schwanger. So eine Weltfrau. Hast du nicht gesehen? Wenn du das nicht gesehen hast, geh mal vor Spiegel und schau dich an. Das bist du. Ja? Du bist die Frau von so einem Schlag, Frau. Du bist einfach Weltklasse. Ja, das sage ich dir. Ich hoffe, heute likest du ganz ordentlich, abonnierst und du darfst auch spenden. Ja, heute bin ich sehr, sehr gnädig, was Komplimente angeht. Es tut immer gut. Sogar in der Hypnose gibt es so eine Anwendung, die heißt, so eine Dusche, Suggestionsdusche. Da sitzt eine Person mit verschlossenen Augen, mit gebundenen Augen, mitten im Raum und die anderen, ja, es gibt so mehrere Teilnehmer und die gehen so um die Person rum und flüstern der Person ins Ohr etwas Schönes. Ja, die sagen, du bist stark, du bist wunderschön, du bist so einzigartig. Oh, das tut so gut, das tut wirklich gut. Das ist wie Balsam, ja, so auf die Seele und sogar noch schöner. Das ist so eine Massage und das dringt so tief bis in unser DNA. Ja, und wow. Also heute verteile ich es einfach, ja, in die Welt, weil du die Welt bist, weil du so toll bist. Okay? Na gut. Also er reagiert ganz gut, er findet es okay, er ist bereit zu kooperieren. Sogar mit diesen ganzen Zeichen kommt er gut klar. Sogar sehr gut. Er freut sich einfach, ja. Er ist total aus dem Häuschen und denkt sich, juhu, buhu, endlich, endlich, endlich ist das kein Traum. Ich bin nicht schizo. Ich empfange echte Signale. So. Soulmate kommt hier sogar. Geheimnisse. Welche Geheimnisse gibt es hier? Sind das so seine Ängste, dass es auch noch zwischen euch irgendwelche Lügen sein können? Ja, wenn es darum geht, dass du diese Person zu 100% feierst, das könnte hier so eine Geschichte sein, wo er, der Herrscher, er kommt als Herrscher, ja, er zeigt euch total ebenbürtig. Du bist die Herrscherin, er ist der Herrscher, ja, das ist ein Match, das ist ein Pärchen, auf jeden Fall. Energetisch seid ihr euch sehr ähnlich. Was heißt das? Ihr seid auf dem gleichen energetischen Niveau. Euch sind Dinge wichtig, die fast schon ähnlich sind. Ja, da gibt es ganz viele Überschneidungen auf der Ebene der Werte. Das ist interessant, weil das kann ja auch noch bedeuten, dass es hier auch noch irgendwelche Geheimnisse seinerseits gibt. Jetzt schauen wir mal rein. Noch ein bisschen mehr rein. An sich ist er happy. Ja, total happy mit dem Ganzen. Und er sagt, wow, das ist sogar mein Soulmate. Ja, das ist meine Zwillingsflamme. Das ist alles wunderbar und wunderschön. Dennoch gibt es hier wie so eine Art Herzensbruchgeschichte. Und die Freunde beeinflussen hier zu sehr. Ah, könnte ja gut sein. Hier kommt auch noch Social Media rein. Hier kann es gut sein, dass die
Sei es die Freunde so ein bisschen Bedenken haben oder ihn warnen oder sogar deine Freunde. Also in die Richtung kann es hier gehen. Was noch? Und natürlich die Vergangenheit. Vergangenheit kann hier eine Rolle spielen, weil es ist nicht alles so wunderschön gelaufen. Aber ich denke, was juckt uns das, ja? Wer ist schon ohne irgendeinen Knacks da draußen? Meldet euch bei mir. Wir können euch gerne dann einen verpassen, ja, sogar kostenlos. Nein, Spaß. Nee, ich finde, man ist sowas von benachteiligt ohne Knacks. Nee, dann könnte diese Welt überhaupt nicht leben, ja, nicht verstehen. Gut, an sich wollte ich ja nur noch mich vergewissern, ob das mit dem Zeichen stimmt. Was hat er denn für ein Zeichen empfangen? Das ist viel interessanter, finde ich. Was hat das gute Universum sich perverses überlegt? Hoffentlich nicht so pervers, weil die sind ja auch nicht dumm. Die sind die besten Comedians. Das wissen wir aber schon. Aha, was ist das für ein Zeichen? Hier kommt schon mal eine Königin der Schwerter. Schau dir mal diese schlaue Frau mal an. Ja? Sie steht auf Waffen, auf irgendwelchen kalten Waffen. Sie ist nachdenklich. Sie ist unnahbar irgendwo. Sie ist wie so ein geschlossenes Buch. Du kannst sie nicht sofort deuten. Sie pflegt es, ihre Probleme selbst zu lösen. Sie wechselt ihre Ansichten und die Sicht, wie sie die Welt sieht, die Sicht, wie sie die Situationen sieht. Du kannst dann nicht wirklich mitgehen und sie zu 100% voraussagen. Wirklich, um dich zu deuten, um dich zu entschlüsseln, braucht der Typ tatsächlich eine ganz andere Perspektive. Du bist nicht so die eine, wie alle da draußen, okay? Du bist tatsächlich eine einzigartige Weltfrau, ja, so Weltklasse, habe ich dir gesagt. So was gibt es nicht. 1A. Ja, du bist 100 von 10. Okay? Sonst gibt es sowas wie dich überhaupt nicht. Und damit er dich überhaupt versteht, braucht er hier sogar eine andere Sprache zu lernen. Weiß nicht, was das jetzt war. Aber hier ist der Gehängte. Und für mich ist es auf jeden Fall auch ein Hinweis, dass er wirklich dich durch eine andere Brille sehen sollte. Und hat er dich denn so gesehen? Ha. Wow, also, na gut, die Karten sind nicht doof, ich sagte dir. Erstmal das, ne? Die sagen locker, ja? Drei der Kelche, locker, klar doch, ne? Das muss so sein. Das ist eben die höhere Macht selbst, die Gerechtigkeit, ja? Das Schicksal sei es, nenne das. Und er ist ja genau so, ja? Er ist ja auch so einer. Ihr seid wie zwei Paar Schuhe. Welche Marke kannst du dir selbst aussuchen oder überhaupt eine Marke Latschen oder High Heels? Ich weiß es nicht, ja, ich weiß es nicht. Der Magier kommt hier auch noch. Natürlich hat er das geschnallt und zwar sofort. Er ist überhaupt nicht der Dümmste in der so einer Schule, ja, gar nicht. Hier, er hatte sogar gute Noten. Ne? Okay. Jetzt ganz genau, was ist das für ein Zeichen gewesen? Ein Impuls. Das ist wie so ein Gefühl. In ihm wurde so ein Gefühl ausgelöst. Es geht um eine elektrische Weiterleitung. Und es hat wie so eine Art, wie so einen Klick gemacht in seinem Hirn, wo er sofort verstanden hat, aha, das ist toll, ja, das koppelt. Das ist passend.
Und das löst in mir so eine Ekstase aus. Das ist wie Nirvana, ja. Das ist ja richtig etwas Erfüllendes. Das ist ja wie diese Karten da, die hier waren, ja. So diese Fühle. So fühlt man sich dann tatsächlich. Das ist wie so eine begnadete Explosion. Das ist einfach dieses Gefühl. Das sind Gefühle. Da wurden sofort Gefühle ausgelöst. Er hat es gespürt. Gefühlt. Ja, nicht nur mental irgendwas verstanden, hat er ja auch nebenbei, aber das Wichtigste ist hier, wie fühlst du dich? Wie kommt es bei dir an? Ja, was ist das, was du da von draußen empfängst? Denn es ist immer wichtig, dass die Reize weitergeleitet werden. Manchmal sind die Bahnen eben verdreckt, manchmal können wir nicht weiterleiten, manchmal können wir nicht reagieren, manchmal verstehen wir unsere Gefühle nicht. Aber bei ihm hat es geklappt. Ob ausnahmsweise oder nicht, ich weiß es nicht. Ja, scheint aber ein gescheitert zu sein. Gut, heute eine gute Diagnose. Prognose hoffentlich auch. Ja, ich blöde zwischendurch, aber ist so, ist so, ist so. Okay. Also, das war ein schönes Gefühl. Was hat es mit ihm gemacht? Boah, das ist wieder so ein Blitz, ja. Er sagt, ey, das war wie so ein Blitz. Ich fühlte mich total eingenommen von dem Ganzen, was ich da erlebt habe. Ich dachte, ich träume. Ich dachte, ich bin kurz weg. Und dann hat es mich sowas von durchdrungen. Es hat sogar meinen Astralkörper durchdrungen. Überall hat es sowas von so einen Knall gegeben, in allen meinen Körpern, nicht nur in meinem physischen oder ätherischen Körper, sondern alle Körper wurden sofort aktiviert. Ja, alle Chakren, die wurden sofort aktiviert, besonders die unteren Chakren, ja, die waren sofort am leuchten, die waren sofort am hellsten. Ja, und das ist wie eine sofortige Geschichte, wo er dann sofort verstanden hat, okay, das löst in mir sogar das hier aus. Ja, so wie diese, wie die Verliebtheit, wie wow, wie etwas, wo man sagt, das ist so schön. Ja, das ist aber auch was Neues. Hier kommt der Narr. Ja, das geschieht, wenn man sich fallen lässt. Was ist mit ihm geschehen? Wo ist er überhaupt? Wenn du ihn kennst, was denkst du, wo war er? Was ist passiert? Hat er irgendwelche andere Psychopharmaka verschrieben bekommen oder was ist los? Okay, gut. Was denkt er jetzt über dich? Wie sieht er dich? Wie sieht er dich? Magierin, ne? Er sieht dich auch so stark und er sieht dich mächtig. Wow, die Hohepriesterin sogar. Sehr mystisch. Okay, das ist mega mystisch. Das ist die Hohepriesterin selbst. Und der Magier, wie sieht er dich? Ja, du bist schon sehr geheimnisvoll, sehr mystisch. Und auch natürlich mächtig. Und ich möchte mal verstehen, aber du lebst ja in deiner eigenen Bubble, ne? Das ist so deine Mystik-Bubble. Und da bist du drin. Um dich zu verstehen, habe ich wieder nochmal gesagt. Muss man eine neue Sprache lernen. Hier kommen immer wieder Runen. Ja, ich weiß nicht, wieso Runen immer wieder kommen. Weil die kommen, weil die hier gezeichnet sind. Aber dennoch kann es sein, dass es hier irgendeine Verbindung gibt. Ja, neue Sprache. Eine Weltsprache, muss ich sogar sagen. Eine Weltsprache. Er findet, du bist auch sehr stark mit dir selbst verbunden. Mit deinem inneren Feuer sehr stark verbunden. So sieht er dich. Was denkt er? Dass du ihm ganz viel beibringen kannst. Wie man stärker wird, wie man lernt. Sogar alleine dein Beispiel, das ist schon ausreichend, denkt er sich.
Du bist wie so ein Geschenk. Du bist sehr bereichernd in seinem Leben. Was noch? Ja, als ob er jetzt versteht, dass er keine Kreuzungen mehr braucht. Das braucht er nicht mehr, kommt hier umgedreht. Ja, jetzt kennt er schon seine Richtung. Die Reise. Experience new things. Ja, hier geht es um eine Reise, wo man schon weiß, wo es lang geht. Und man möchte hier eben Neues erkunden. Und du bist die beste Reisebegleiterin. Was sagt er noch? Ja, falls ihr euch mal schon mal getrennt habt, dann gibt es hier Wiedervereinigung. Wiedervereinigung ist in Sicht, meine Liebe. Besonders wenn ihr beide Single seid. Irgendwie kommt hier auch diese Geschichte, weil ihr mit diesem Single-Sein, ja, wenn ihr alleine seid oder ihr fühlt euch alleine, ja, vielleicht seid ihr nicht wirklich alleine, ja, und manche sind vielleicht verheiratet, aber haben trotzdem mit dem Ehemann nichts mehr zu tun oder sonstiges, dann zählt das natürlich ja auch, ja, es geht ja immer um eure innere Stimmung, wie seid ihr denn so drauf? Wenn du sagst, okay, du hast noch hunderte von ganzen anderen Verehrern und der Typ interessiert dich eher so lala, ja, dann weiß ich nicht, ja. Also ist es eher hier so eine gezielte Aussage, wenn ihr beide Single seid, dann ist es eher diese Sache mit der Verbindung, mit sogar Wiedervereinigung. Was hier aber dennoch kommt, sowieso kommt, die ganze Zeit schon da ist, ja, dazwischen funkt, das sind die romantischen Gefühle, die sind auf jeden Fall da. Okay, von seiner Seite, ja. Und er ist happy darüber. Was haben wir heute für einen vernarrten Typen? Hey, er ist so kitschig. Wow. Gibt es sowas? Gibt es solche Typen noch? Wow. Also, sehr spannend. Gut, was würde die höhere Macht dir denn empfehlen, damit du hier nicht Diabetes bekommst von dem Ganzen? Was sollst du lieber machen? Wow, okay. Energetische Reinigung. Lasse dich die alten Energien raus. Mache zu Hause einen energetischen Frühjahrsputz und räuchere. Frühjahrsputz oder egal wann, ja, es ist egal, wann man das macht. Räume auf, lasse die Sonne herein, dekoriere mit Blumenkerzen und schönen Dingen. Ja, also du kannst reinigen, damit Altes weggeht, damit, wenn du das magst, ja, damit diese Energien, diese neuen Energien, wenn die für dich neu sind, tatsächlich, damit die reinkommen. Hier gibt es trotzdem immer wieder irgendwelche Geheimnisse. Ja, denn die Geheimnisse gab es auch davor schon als Karte. Und hier kommt auch noch, was hast du tief in dir vergraben? Und worüber möchtest du nicht sprechen? Welche Tür in dir ist verschlossen? Schau hin, du bist in Sicherheit. Achte auch auf deine Geheimnisse, ja? Was ist in deinem Keller? Ich wünsche dir alles Liebe. Für private Legungen stehe ich euch zur Verfügung. Liked, abonniert und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Danke für euer Vertrauen. Bye, bye.